So, ich versuch natürlich einmal Lut zu schnacken, bin ich bald verstanden. Bin ich zu sein? Auch gut, wunderbar. Jetzt kommt hier mal eine Überschrift, die habe ich ja schon gesagt, Mengenlehre, die kann ich gar nicht Hochdeutsch, deshalb muss ich die eben, ich mein Plattdeutsch, ne? Die muss ich hier erstmal in Hochdeutsch aufschreiben. Mengenlehre. Ja, die Mengenlehre ist ja ein Teilbegriff in der Mathematik und daher logisch aufbaut und bei der Mathematik der Wettbewerb. Und nur aber aufpassen. Feier plus fief sind? Negen. Das hätte schon mal klappt. So, 3 plus sös? Negen. Sind auch negen. Das war nämlich gar nicht so einfach. Verschiedene Teilmengen ergäbt also glicke Gesamtmengen, wobei hier die Schnittmenge ohne Elemente ist und daher leere Menge beteiligt werden muss. Denn nun will die eine oder andere von Gott vielleicht nicht löben, aber die Mengenlehre, die betrifft Großteile von uns Leben. Denn nun will die. Dann mach ich mal einfach ein paar Beispiele. Ne? Ein Vorstau mit 5 Personen fällt in den ersten Stock. Doch stehe ich 3 Personen gut. Im zweiten Stock stehe ich die nächsten 3 Personen gut. Nun muss im dritten Stock als eine Person instiegen, damit dort gar keine in ist. Laut Mengenlehre Geiter. So, nächstes Beispiel. Ne? Mann und Frau, 2 sehr verschiedene Teilmengen. Die heiratet und bildet dort eine neue Vereinigungsmenge. Blieb die beiden Kinder los, hätte wir uns leere Schnittmenge. Aber durch die Potenzmenge, was neue Teilmengen bildet, und dann hätte wir den Einfluss auf die Gesamtmenge. Ne? Thema Staatsverschuldung. Ich habe vorher nochmal nachgehängt. Eine ganz aktuelle Zahl von 2.400 Milliarden. Dann halt achtet die 2.400 kommt noch negen Null. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schrecklich. Aber dann ist die deutsche Staatsverschuldung. Mittlerweile ist doch die Anzahl von den Nullen all höher als die Anzahl von den Ministerämtern. Du weißt überhaupt nicht mehr, wer für welche Null verantwortlich ist. Doch war jetzt vielleicht die Mengenlehre der richtige Ansatz. Bei 80 Millionen Gesamtbevölkerung ergibt die letzte Teilmenge, das ist die Pro-Kopf-Verschuldung, bloß noch dadurch 1000. Aber Euro, aber das hört nicht ganz so schlimm an. Das ist jetzt bloß ein Vorschlag, man kann doch aber schnacken. Was wäre, wenn jede Bundesbürger nur einen Bausparvertrag abschließen darf? Und gibt das Geld dann Staat? Ja, noch schürt ihm den Kopf. Aber dann wäre auf einen Schlag die Staatsverschuldung ob null. Ja, Kosten für so einen Bauspurvertrag bloß, je nach Tarif, aber ich sag mal, ne, 150 Euro pro Monat und pro Bundesbürger. Denn sind ja die Staatsschulden weg. Das heißt, das ganze Ding kann reformiert werden. Einkommensteuer, Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer, das ganze Programm. Die hebt das direkt. Ersporen ist etwa 200 Euro pro Monat und pro Bundesbürger. Das ergibt summa summarum ein Überschuss von 50 Euro pro Monat und pro Bundesbürger. Ja, Geld, was im Moment nicht durch ist, aber doch eigentlich dringend benötigt wird. Zum Beispiel für den Aufbau von Vorsorgekapital. Damit Opa irgendwann zu seinen selben Enkelkind immer singen kann, passt mal auf, Schüssel. Ich habe für 28.000 Euro. Und die soll ich ja selber nur teilen. Nur weit man wie die Mengenlehre bin teilen, können wir die Nullen erstmal hinklammern. Die hängen wir nachher wieder rachte. Und man wird da bloß noch teilen. 2 derselben, gab aber nicht. 8 derselben, das gab einmal. Ich habe mich euch vorbereitet, ich fange an zu lachen. So, pass mal, 2 derselben gab nicht, 1 derselben gab nicht, aber 21, das gab, dreimal.
Das ist 0. D0 wäre der Rechte. Jedes Enkelkind kriegt dort 1000 Euro. Ja, sie lacht. Wer macht die Gegenprobe? Wer macht die Gegenprobe? Selben mal dorthin. Selben mal 1 und 7. Selben mal 3 sind 1 und bin ich. 8 und bin ich. Weil macht du noch die Additionsprobe? Das scheint stimmen. Das scheint stimmen. So, aufpassen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 28. Ich hab wieder Schau noch schlimmes Lacht, wenn uns Lehrer sagt, wenn wir wiegen so schlecht recken, da hat mich 50% von uns sitten. So viel sind wir überhaupt nicht, hab ich gesagt. Aber, ich muss ja auch ein bisschen enttäuschen, alles kann man in den Mengenlehre auch nicht gut recken. Für manches braucht man auch die feine Komponenten recken. Habe ich doch schon mal von gehört. Das ist nämlich auch kompliziert. Ne? Das ist also eine Recken, wo drei Komponenten schon vorhanden sind. Und die Feier, die noch fehlt, die muss man über das 3 umdrehen. Ne? Verblieft wie die Zahlen, die wir alle kennen, das ist ja nicht ganz so schwer. Die Jung ist 7 Jahre, die Mutter ist 28. Wie old, und das ist hier die Frage, ist die Mutter, wenn die Jung 8 ist? Und dort kommt jetzt innerhalb von die Feier Komponentenregen die sogenannte Dreisatz ins Spiel. Nun muss das aber im Betten klingeln, wie auch. Ne? Nun passt mal auf. Der erste Satz, wenn die Jung 8 ist, ist die Mutter 29. Der zweite Satz, wenn die Jung 9 ist, ist die Mutter 30. Der dritte Satz, und nun kommt der eigentliche Dreisatz. Den Nägen ist zweimal in 8 Teilen halt. Das, ob die Mutter überträgen, die Mutter ist süstig, wenn die Jung 8 Teilen ist. So. Hätte jetzt noch eine Frage.